Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die mit der lieben Sire Komori und der kranken Salome. Guten Abend oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das guckt. Ja, Genau. ist jetzt schon ein Weilchen her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, au. Ich verbrenne mal die Munition von dem Zeug nicht. Ist ja Ja. gut, ey. Ich klinge wahrscheinlich ein bisschen nasal. Das liegt eher daran, dass es mir noch nicht so gut geht. Das hört man total. Ich fühle mich ein wenig erkältet. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte, aber ich fühle mich so ein bisschen so, ne? Ja, ich habe auch schon seit einem ganzen Weilchen so ein paar Problemchen mit der Nase, verstopft oder so. Eigentlich nicht. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, das Gefühl, als wäre ich die ganze Zeit verschleimt und es geht einfach nicht weg. Und ich habe eine böse Befürchtung, dass ich nämlich so langsam auf etwaige Pollen reagiere. Und das ist ja nicht gut. So. Nee. Ist das irgendein Grund, weil ich Ingenieurskunst lerne? Ich weiß nicht mehr den Grund. Du wolltest, glaube ich, die Waffen machen. Ich glaube ja. Ingenieur. Dein Tüftlein erweisen sich als apokalyptisch nützlich. In der Apokalypse Ja, also nützlich. eine Schalldämpfermod sehe ich hier jetzt gerade nicht. Ja, sein, dass wir die schon längst weggeschmissen haben. Möglich, oder? Warte mal, ich guck mal hier. Nein, 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 Ich weiß, dass ich nein. jetzt Benzin herstellen kann. Ah, Ich glaube, ich Benzin, werde ja, mal, praktisch. ich glaub, ich werd mal nach dieser Folge hier, werde ich dann nochmal nachgucken, warum ich nochmal Ingenieur lernen sollte. In den Kommentaren. Lieber Robert, ich muss mir lernen, mir das aufzuschreiben, was du mir als Tipps gibst. Ich habe so ein kleines Problem sonst. Ich bin ehrlich, ich habe zwar alles gelesen, aber ich hatte nicht wirklich Bock, irgendwie zu antworten. Das Ja, tut mir ich leid. bin halt eigentlich antworte halt auch gleich, ne? Ich hatte keine Lust, aber ich Ich habe es brauch. gelesen, von daher. Ach genau, wir wollten in die Wüste. Ich brauche doch Ölschiefer. Ja, und da gab es ja auch jede Menge Jucker und das ganze Gelumpe. Genau. Und Da ich habe das Gefühl, dass juckt's. sich die Grafik verbessert hat. Ich muss erstmal. Ups, nein, das wollte ich nicht verändern. Und Ich weiß ja, nicht, das die wirkt so. Haare sehen irgendwie anders aus. Weiß ich nicht, ich habe einen Hut auf. Nee, ich habe nicht einen Hut auf, sondern ich. Ja, doch, natürlich habe ich einen Hut auf. Warte. Müll. Nee, es sieht trotzdem noch scheiße aus. Warte. Warte kurz. Jetzt besser? Nein, nicht wirklich. So. Haben wir überhaupt noch Ölschiefer? Wir haben überhaupt kein Ölschiefer mehr, ne? Warst du gerade an der Rohstoffkiste? Ja. Geh nochmal ran. Ja. Ach, schade. Da habe ich gerade in dem Moment auf die Kiste gedrückt, wo du sie geschlossen hast, weil ich dachte, ich könnte sie gerade auch aufmachen. Schade. Tja, ich glaube, das wird sich nicht Ich ändern. glaube, die Rohstoffe, ich glaube, das hatte ich hier mit reingeknallt. Ich weiß es nicht Au! mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hier habe ich noch meine Spuhhitzhacke. Ein Schalafsack. Was auch immer ich in der letzten Folge machen wollte, ich hab's vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her. Das ist schon viel zu lange Aber jetzt her. glaube ich, wollte diesen Tragschrauber irgendwann machen. Ja, das auf jeden Fall. Wo kommt Ach denn nochmal ja, Metall stimmt. hin? Ich wollte ja unten unsere Schlafsockens. Oh, wir haben doch Ölschiefer, sehe ich Ja, aber gerade. wahrscheinlich nicht ganz so viel, ne? 19. Ja, siehst du. Bring mal deinen Schlafsack hier runter und pack den mal hier in die Ecke, bitte. Deiner ist noch oben. Ich laufe doch schon. Mach hinne! Ah, genau, es gibt noch Supermais. Den wollte ich mal Ja, anbauen. stimmt, da hattest du was erwähnt. Genau, ne? Supermais, bin ich mal gespannt, ob wir den finden. Ich Da habe keine Ahnung, wollten ich habe noch so nie mit Supermais gesehen. Das auch mit so Bob's Bors und Karls Korn für gehen. Okay, und da müsste der dann irgendwo rumfliegen. Wenn wir Glück haben, finden wir dafür ein Rezept, ja.
Okay. Wie konnte ich noch die Sachen drehen? Mit der linken Maustaste. Egal, ich lasse zu liegen. Mach das gescheit! Ich bin krank, ich darf das. Nee, darfst du nicht. Oh, geh doch hoch, du blöder Schlafsack, der geht nicht nach oben, setz dich halt dahin. So. Ja, siehst du, geht doch. Nicht. Anders, da ging's nicht. Wie du hier an mir vorbeischleichst, weil sonst wären deine Arme irgendwie an deinen Körper gepinnt. Sag genau der Richtige. ja, wie gesagt, du solltest auch bei diesem Bauernhaus kannst du dieses Beton abbauen und daraus Pflasterstein abbauen und raus. Ja, da brauchen wir sehr, sehr viel, wenn wir eine stärkere Festung brauchen. Und die werden wir brauchen. Hä? Wird gerade schon wieder von jemandem eingeladen. Ich hasse es. Hast du eingeladen? Ja. Bei Discord oder was? Nein, bei Steam. Ich hab, das ist nicht böse gemeint, aber der Typ geht mir auf die Nerven damit, deswegen glaube ich, werde ich ihn ausschmeißen. Ach, lass mich raten, das ist dieser komische Kauz, wo ich ständig irgendwie Counter-Strike oder sowas holen will. Ja, ja. Den habe ich schon lange aus der Liste geschmissen, der ging mir nämlich auf den Sack. Nichts für ungut, mein Lieber, wenn du da vielleicht irgendwie zuguckst, aber das nervt einfach nur. Wenn man das 150 Mal ablehnt und alles wieder und alles wieder, boah. Ich spiele dieses Spiel nicht. Ich auch nicht. Ich werde es auch niemals spielen. Ja, ich auch nicht. Was soll ich mit dem Scheiß? Ja, Scheiß eigentlich nicht. Ich kenne es nicht mal, aber es interessiert mich halt einfach nicht. Ja, das ist ein Shooter. Ich spiele keine Shooter. Du spielst Dead Space. Das ist auch ein Shooter. Ja, das ist die Ausnahme. Das ist aber nicht so einer, wo du andere Menschen abknallen musst. Nee. Oder kannst. Ja, ist aber so, du knallst schon andere Menschen ab, die sind halt nicht mehr menschlich. Ja, NPCs meine ich. Ich meine NPCs halt. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ich mag das nämlich auch nicht. Deswegen spiele ich so oft. Das ist grauenhaft. Deswegen spiele ich ja sowas ja auch nicht. Ich mag, jeder, der jeden das seine. Ich meine, von mir aus können sie alle Call of Duden. Call of Duden? Der Ruf des Duden, auch nicht schlecht. Genau. Den Call of Duty mal spielen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht was draus lernen. aber ganz ehrlich, ich muss es nicht spielen. Ich will es auch gar nicht spielen. Warum gucke ich eigentlich immer in die Kamera? Die ist gar nicht an, verdammt. Also irgendwie hat manchmal das Spiel auch so einen Anzeigefehler. Wieso? Weil ich hier gerade den Boden umbaue und da hinten das letzte zwischen den Schlafsäcken ist angeblich aufgewertet, weil ich kann es nicht aufwerten, weil er die Steine anzeigt. Aber ich habe immer noch diese normale Platten-Dingens hier im Blickfeld. Und erst wenn ich nebendran irgendwo eins aufrüste, dann verändert sich es erst zu dem Aufgewerteten. Das ist ganz komisch. Du musst die Geschütztürme wieder aufstellen. Oh, stimmt. Die habe ich ja noch einstecken. Ja. Da müsste ich auch mal welche bauen. Kann ich die denn eigentlich bauen, wenn ich Ingenieurskunst gemacht Nein, habe? Nein, die mache ich. Die gehen nur in den Geschützturm lieber, oder? Ja. Ah. Okay, ich brauche Schrottgeschützturmteile, geschmiedetes Eisen, Klebeband, Kunststoffabfall und Schraubenfeder. Und Eisen gar nicht mal so wenig, 120. Aber es sind dafür Level 5. Das 120 dürften sogar schon drin sein. Du stehst mir im Weg. Entschuldige, Dankeschön. Ich bin schon weg. Was haben wir denn hier? Zweimal geschmiedeter Stahl. Schick. Eisen haben wir 15 drin. Wow. Ja, hier sind dann noch welche. Hier ist einmal geschmiedetes Eisen 18. Ja, geschmiedeter Stahl 125. Ich brauche Eisen 120. Da reichen 18 nicht für. Das kannst du knicke. Das müsste ich dann, glaube ich, machen, weil ich glaube, ich bin irgendwie günstiger kriege, oder? Ich weiß nicht. Ich schmeiß dir hier mal das Eisen hin. Bitteschön. Ich kann ja gerade eh nicht ran. War das nicht so? Ich hab das irgendwie. Entschuldigung, wenn mein Hirn so AFK, Brain AFK ist. Es ist einfach, wenn man erkältet ist, ist man einfach nicht so ganz beisammen. Tragschrauber. Wollte ich mal gucken, was der kostet. Ich glaube, das hast du schon mal geguckt, was er kostet. Ja, aber ich meine, ich hab das bis jetzt gemerkt, aber. Oh, Alter, ich sehe gerade nichts. Ich brauche fürs Vertragsschrauber
Eine ganze Menge. Nein, ich musste aufstoßen. Ach so. Für Tragschrauber-Fahrwerk brauche ich geschmiedeten Stahl 125. Boah. Mechanische Teile 40, Klebeband 25, Leder 40, elektrische Teile 20. Eklische Teile. Elektrische Teile, nicht eklische Teile. Du hast eklische Teile gesagt. Oh Gott, ich brauche 50 kurze Rohre. Tja. Ich glaube, wir müssen ein paar Autos auseinandernehmen. Ich glaube, wir müssen erstmal die Nacht rumkriegen hier. Ja, das sowieso. Aber wenn ich dran denke, der Eintragschrauber trägt, glaube ich, nur eine Person und ich muss das alles doppelt rechnen. Viel Spaß. Aber wir können danach fliegen. Ja! Weißt du, haben gerade erstmal frisch unseren Führerschein gemacht und schon willst du einen Flugschein machen hier. Ja. I believe I can fly. I believe I can touch my eye. Ich wollte es nicht sagen. Ich kann nicht widerstehen. Ich weiß. Ich meistens auch nie. Ich wollte gerade schießen, dabei warst du das ja gewesen, der hier vorbeigelaufen ist. Am Fenster oder was? Achso, ja. Hallo. Und da. Piu, piu, piu. Piu, piu. Das heißt, entweder erst Wüste oder erst Bobs and Boars. Ich würde sagen, erstmal Bobs and Boars. Aber waren wir da nicht schon drin? Nein, wir waren nicht drin. Wir haben es nur markiert. Ah, okay. Wir wollten da noch rein. Alles klar. In Bobs and Boars und Carls und Korn. Kannst du dir mal einen Hämmerli schnappen? Naja, wobei, ich glaube, ich habe das letzte Holz. Ich habe auch kein Holz da einstecken. Ja, deswegen sage ich, ich habe, glaube ich, das letzte Holz. Yep. Aber ist das kacke, wenn man kein Dingens hat? Keine Helmlampe. Ich will eine Helmlampe haben. Wenn man nicht schreiben kann. Was schreiben? Wir können doch Pflastersteine selbst herstellen. Ja, aber da brauchen wir aber... Lehmboden und kleine Steine. Genau. Und das muss über die Schmiede gemacht werden. Glaube ich. Nee, Quatsch. Das kannst du über die Werkbank auch machen. Das kannst du im Inventar machen oder über die Werkbank. Ja. Ja, dann mach mal. Okay. Dann mach mal. Mach es am besten aber in der Werkbank, weil dann hast du nämlich das Inventar frei, weil das ist nämlich echt ätzend. Wenn du dann irgendwie 40 Minuten lang diese Dinger machst, du musst sie jedes Mal abbrechen und wieder neu starten, weil du was anderes kraften willst. Weil wir haben nicht verdammt viele kleine Steine und wir haben auch verdammt viel Lehmboden. Ja, dann können wir das ja mal machen. Aber es wird mir nicht angezeigt in der Werkbank. Ich bin auf der Chemiestation, kein Wunder, warum es mir nicht angezeigt wird. Juhu! Boah, aber ich muss hier unbedingt den Boden etwas abmachen, ey. Das ist ja. Da hält's ja nicht aus. Ich bin ja mal hochintelligent, ne? So, ich mal 6000 Pflastersteine. Super. Und 10 Stück brauchen wir für einen Block. Ja, da haben wir mich schon mal oben halbwegs. Nee, ich würde ganz gerne unten im Lager anfangen, weil wenn ich unten das Lager aus Holz habe und oben der Rest aus Stein, irgendwann macht's Krawums und dann stürzt alles ein, weil die Last unten nicht mehr gehalten werden kann. Zweitens, befürchte ich, dass dann, wenn die nächste Horde kommt, die sich dann doch mal unten durchbuddeln. Und ich glaube, da ist Stein sinnvoller. Nee, die werden sich nicht durchbuddeln, nicht solange sie aus dem Graben unten wieder rauskommen. So, einmal außenrum ist alles fertig. Und hier steht mal wieder die Tür offen. Schön. Ich habe gerade einen Zombie neben der Wand hier gehört. Okay. Und ich stehe unten im Lager. Ach, da wird schon geschossen. Nicht geschossen. Pardon.
Ja, das war draußen. Ich glaube, das war eine Schreierin, wenn ich das richtig sehe. Ja, sie kam noch nicht sehr weit. Nein, nicht wirklich. Also die Geschützturmliebe war auf jeden Fall sinnvoll, dass du die nochmal aufgebaut hast, die Geschütztürme, weil sie schießen jetzt schneller als vorher. Yay! Ja, dank mir. Ich glaube, durch Ingenieurskunst kann ich auch eine bessere Kettensäge machen. Ich glaube, das war's gewesen. Das kann sein, ja. Mit der besseren Kettensäge kannst du Bäume schneller fällen. Yay! Geil! So in den Dreh. Robert, verzeih mir, wenn ich es falsch ausspreche. Ja, was, wenn du was falsch aussprichst? Ja, falls ich das jetzt falsch interpretiert habe. Was so. Für ein geiles Wort hat, ne? Wäre natürlich toll, wenn das wirklich so wäre. Ja, weil das ist ja von Vorteil, eine bessere Dings zu haben. Muss ich dafür was gelernt haben, um jetzt diese Pflastersteine nutzen zu können? Nee, du brauchst eigentlich nur, damit dann auf die Holzblöcke zu klicken. Geht aber nur bei denen, wo schon dunkler sind, ne? Also bei dem allerersten nicht. Das muss alles nach der Reihe gemacht werden. Muss ich denn von unten anfangen oder fange ich da von oben an? Also das Beste ist wirklich, du fängst da von unten den Boden an, dann die Wände, dann die Decke. So nach und nach halt. Okay. Erst im Lager am besten. Dann draußen den Lagergang und dann oben dann so langsam. So habe ich das jedenfalls dann gemacht. Ist am sichersten. Okay. Weil wäre nicht das erste Mal, dass mir diverse Hausteile wegbrechen. Weil ich dachte, ach komm, ne, oben ist wichtiger, weil oben ja die ganzen Zombies eventuell dagegen hauen. War nicht so eine gute Idee. Okay. Ich kann hier unter dem Ofen so schlecht dran. Ich glaube, den Ofen kannst du beziehungsweise nicht wegmachen, sondern ich glaube, du kannst aber glaube ich unterm Ofen kannst du glaube ich aufwerten. Du musst nur so eine Ecke glaube ich treffen. Ja, bin gerade dabei. Ich versuche halt überall die Ecken zu treffen, mache ich nicht überhaupt. Weil deswegen habe ich beispielsweise auch jetzt die Werkbank und so an eine Wand gestellt, wo man hinten auch noch dran kann. Da kann man nämlich von hinten aufwerten. Das geht nämlich nicht. Die stehen nämlich so doof an der Wand, dass du dann nämlich nicht dran aufwerten kannst, wenn die an einer Wand stehen, wo du nicht hinterkommst. Okay. Habe ich schon festgestellt. Ich will das nicht benutzen. Ich will doch gar nicht benutzen. Ich will es doch gar nicht spülen. Ich will keine Spur in der Nähe sehen. Ich will Steine kloppen. muss ich unten eigentlich noch was aufwerten? Ich glaube schon, ne? Ich muss unten, glaube ich, noch ein bisschen. Shit, wo bin ich denn jetzt? Ich sehe gerade nichts mehr. Also, ich komme hier bei der Schienenstation überhaupt nicht dran. Ah, jetzt komm. Bei der was? Bei der Chemiestation komme ich nicht dran. Bei der Chemiestation. Ja, da kannst du von hinten. Also den Boden kriegst du auf jeden Fall hin, weil da habe ich ja auch. Nur hier an der Wand musst du von hier ran. Hä? Ich will da hier hinten an dieses. Da bin ich dran. Komm dann dran. Gib mir mal die. Oder sind hier noch welche drin? Ne? Hast du jetzt? Da. Ah, Zeit ist gerade. So. Sehr interessante Folge wieder mal. Aber wenn's musst mal guck mal, ob irgendwo in der Werkzeugkiste noch so ein Clownhammer ist. Das geht schneller mit dem Aufwerten. Da musst du nämlich statt dreimal nämlich nur zweimal drauf knüppeln. Werkzeuge da. Blauen Hammer. Ich sehe wirklich keinen. Nein, ich sehe keinen. Okay, dann habe ich den einzigen. Mach nicht. Ich will sowieso, sobald es hell ist, würde ich sagen, losfahren. Ja, definitiv. Oh, ich habe keine Steine mehr. Ja, die werden irgendwie sehr schnell verbraucht. Yep.
Beziehungsweise du fährst dann, weil du müsstest dann zur Wüste fahren. Brauchst du Öl? Ja, wir brauchen generell Öl für das Auto allein schon. Ja. Oh ja. Und ich würde gerne noch zu Bob's and Wars. Ups. Definitiv. Oh, hier geht's noch nicht. Okay. Hä? Was, wo? Bei den Betten. Heb mal dein Bett bitte auch hoch. So. Ah! Warte. Doof, wenn das Material ausgeht. Ja, das ist nervig. So. Jetzt dürfen wir auf dem harten Steinboden pennen. Yay! Stehe ich voll drauf. Ich auch. Ich stehe total auf Rückenschmerzen. Keine Steine mehr in der Hand. Als nächstes kommt ein Metall dran? Nee, als nächstes kommt, ich glaube, Beton. Dann kommt verhärteter Beton und ich glaube, dann kommt Metall. Also wir haben schon noch etliches zu tun. Betonmischung, ah. Bruchsand, kleiner Steinzement. Zement. Du hast keinen Stein hergestellt. Jupp. Oh, ich habe Level 45. Wuhu. Glückwunsch. Ich weiß gar nicht mal, was ich wollte. Zement. Was wollte ich denn upgraden? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ich kann Zement herstellen. Das heißt, ich könnte sogar die nächste Stufe dann irgendwann herstellen, glaube ich. Okay. Was will ich denn hier? Ich will gar nicht gehen. Ich guck mal, dass ich das Essen und das ganze Zeug aufwerte. Ich glaube zumindest, ich das kann. Ich weiß es nicht, ob ich es kann. Ich müsste mir einen kleinen Stein holen, um zu gucken, ob ich es kann. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ja, wie gesagt, ich müsste mir einen kleinen Stein holen. Ich habe kein Holz mehr. Ich bin out of Holz. Bitte nur die Bäume fällen, die auch wirklich groß genug dafür sind. Als ob ich jetzt in tiefster Nacht da rausmarschiere. Ja, hab ich auch gemacht. Ja, du, aber ich nicht. Ich doch nicht. Ich hab keinen Stein mehr. Genau. Was wollte ich denn? Genau, ich wollte mal gucken. Rohstoffe. Hier mal die 300 kleine Steine. Ich finde das gerade sehr interessant, dass ich in eine Kiste gerade zwei Motorroller und ein Fahrrad reingelegt habe. So. Kalebeband. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder orientieren, wo nee, was ist. Okay, ich dachte, ich könnte Zement herstellen, aber ich kann kein Zement herstellen. Oh, hier sind noch 175 Pflastersteine drin. Zement wird benutzt, um Beton. Hä? Und jede Menge Zement? Ist die Werkbank. Egal. Guck mal, ich hab was für dich. Lack noch oben in der Kiste. Okay. Danke. Bitte. Bei mir steht Zement und dieses Zeichen für die Werkbank. Hä? Aber nicht, dass ich es könnte. Weil du den Zement nicht in der Werkbank machst, sondern damit wird die Werkbank angezeigt. Wenn du gib mal Zement ein. Zement machst du im Betonmischer, bitte. Okay. Da ist übrigens ein Amboss und keine Werkbank. Ist das nicht dafür? Ah, okay. Nein, ja, nee, ist klar, okay. Ich bin doof. Was auch immer. Wir haben keinen Amboss, oder? Das ist der Zementmischer. Okay. Ich habe auch eine Weile gesuchen müssen. Finde ich ein bisschen doof gemacht. So. Aber ich kann es trotzdem nicht machen. Warum?
Ah, ich habe kleine Steine. Ich brauche Stein dafür, Peter. Nicht kleiner Stein. Hm? Stein. Stein ja. Halt. Aber nicht kleiner Stein. Ich habe kleine Steine. Hä? Ich glaube, du musst aus kleinen Steinen einen Stein machen, damit du daraus Zement machen kannst. Das ist, wäre mir aber tatsächlich neu. Das wäre mir tatsächlich neu. Dann haben die das irgendwie geändert. Hä? Nein, auch nicht. Ich kapier's nicht. Warte. Mir ist es so. Warte. Zement. Ah, nee, Quatsch. Hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt gehen wir weiter. Hä? Ah, ich glaube, es ist nicht der Betonmischer hier gemeint. Sag ich doch. Warte. Es ist nicht der Betonmischer gemeint, es ist der Ofen gemeint. Ah. Ich habe da jetzt mal so ein 6000er Pack Steine in den Ofen, damit da mal ein paar Steine reingeschmolzen werden. Und dann kann man daraus dann den Zement machen. Ich habe mich schon gewundert, dass so, Moment mal, Zement habe ich doch früher immer in der Schmiede hinten gemacht und nicht vorne im Betonmischer. Mit dem Betonmischer macht man ja dann erstmal die Betonmischung. Wie viel Eisen hast du gesagt? Wie viel Eisen brauchst du? Hä? Was für Eisen hast du gebraucht? Gespieltes Eisen, oder? Für was? Ja, für das, was du haben wolltest. Was wollte ich denn haben? Für, ich glaube, die Geschützturm. Ah, stimmt, warte. 120 habe ich gebraucht. Ich kann die 54 machen. Wow. Lass mal stecken. Wir brauchen eh erst wieder Material. Ja, okay. Wir müssen noch wieder Eisen sammeln. Und wir haben 4 Uhr. Es wird langsam wieder hell. Ich kann gerade nicht. Oh, das nervt mich mit diesen Scheiß. Es wird hell. Ah. Ja, und wir haben jetzt schon fast eine Folge voll. Ja. Wir haben schon fast 30 Minütchen. Ja, und wir haben nichts weiter gemacht, außer hier rumzugammeln. Ja. Naja, wir haben ein bisschen was aufgerüstet, ne? Ja, wir haben Steinboden. Marmor, Stein und Eisenkotz. Hier kann ich die Tür zu. Oh. Ich höre sogar die Geschütztürme bis hier unten, ey. So. Ich glaube, das war nicht der Geschützturm. Ich glaube, das war der Ofen. Nein, ich höre den Geschützturm. Was denn du da? Ach, ich habe ein bisschen die Tür aufgerüstet hier. Nicht das Metall verbrauchen für sowas. Das war nur normales Metall, es waren keine Barren. Ja, und ich brauche das Metall, damit ich die Barren herstellen kann. Das waren 12 kleine Dinger, ey, komm. Jetzt mach er nicht ins Hemd. Habe ich schon gemacht, zu spät. Yeah! Wo kommen noch mal Dings hin? Was suchst du denn? Nützliches? Rüstung? Keine Ahnung. Stoff? hier, bei Rohstoffe. So, ich bin platzern. Ich weiß das Ganze selber nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her. Wir sind total aus der... Kann ich Klebeband auch auf Rohstoffe schmeißen? Nee. Hier bei Kleinteile. Oh, ich habe EP gekriegt. Ich auch. Cool. Das war es jetzt mal nicht so gewesen. Nee. Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Wo ist denn... Genau. Bin ich denn doof? Was ist das? Ah, hier. So, wollen wir dann mal so langsam, oder? Ich bin längst auf dem Weg nach oben. Ach so.
Ich brauche da aber noch meine Dingensen. Toll, ein Stuhl, auf den man sich niemals setzen kann. Man kann ihn nur aufheben, aber hinsetzen kann man sich nicht. Ich finde, die Option, sich hinsetzen zu können, wäre cool. Was? Nochmal. Ich finde, die Option, sich hinsetzen zu können, wäre cool. Ja, das stimmt. Nein! Nein! Jetzt habe ich das Schild umbenannt. Wo steht denn eigentlich nochmal das Auto? Ich habe keine Ahnung. Rüstung und was war unten nochmal? Nützliches. Ach komm, willst du mich verarschen? Jetzt. Bin zu dumm zum Schreiben. Okay, das Auto steht auch nirgends rum. Nein. Da sind nur die Motorräder unten. Ja, die hatte ich da vorhin rein. Ey, wenn jetzt das Auto weg ist, werde ich heulig. Ah, hier. Ich hab's gefunden. Puh. Ich hätte geweint, wenn's weg gewesen wäre. Ja. Ach, da ist auch mein Scharaubenschlüssel, den ich schon gesucht habe. Ich glaube, wir müssen doch eine Kiste irgendwo hinsetzen, wo wir unsere Grundausrüstung, sag ich mal, reinpacken. Ja. Oh, wobei, hier ist ja noch offen. Hier ist ja noch eine. Wie nenne ich denn diese Kiste? Kiste. Okay. Da. Die Kiste. Die Kiste. Erst wenn sie beschriftet ist, dann ist es die Kiste. Ja. So. Also in die Kiste packen wir da unsere Grundausrüstung rein, das, was wir immer mitnehmen oder so. Und ich muss erst was essen, doch. Und wir haben auch kaum was. Und die Folge ist zu Ende, ich weiß. Ich weiß. Dann wird Siri jetzt was essen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also tschüss. Jo, bis gleich.